Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Sword Silver, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind jetzt zurück in dem krassen Spiel. Und je. Wo waren wir? Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Das ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Seit dem letzten Part. Ich habe absolut keinen Überblick mehr, was wir noch tun müssen und wo wir hin müssen. Aber ich meine, Panzerte. Haben wir schon Surfer? Genau, Boy. Haben wir eigentlich schon Surfer? Surfer. Ich weiß, dass wir aus dem Haus Surfer kriegen, aber ich weiß nicht genau wann. Deswegen sollten wir mal da reingehen. Hey! Oh nein. Lass endlich dieses langweilige Zapple und leg mal einen anständigen Hula aus Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum etwa nicht das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Nee, ehrlich nicht. Soll ich euch zeigen, wie man es richtig macht? Moahaha. Geht das schon mit dem Rockzügel? So, wo war ich? Keine Ahnung, wo ich war. Ich wollte eigentlich gegen den Typen kämpfen. Auf jeden Fall. Egal, beginnen wir schon mal den Kampf. Hä, was soll das werden? Stell schon mir etwa in den Weg. Nein, ich stelle mich vor dich, weil du nicht weiterlaufen willst. So. So, Analyst Scarlet, okay. Mit Noctum. Noctum Level 12. So, stimmt, wir haben ja das Ding. Ich glaube, wir haben Pokémon letztes Mal verloren. Kann es sein, dass wir ein Pokémon verloren haben? Wir haben ein Pokémon verloren. Ich glaube, es war Schwaffel. Genau, es war Schwaffel. Deswegen sollte ich eigentlich bei dem Weg Pokémon das Ding dazu mitnehmen. In das Team. Noctu, was war fucking Noctu? Noctu war Flug, ne? Ne. Den Flug habe ich nicht. Das heißt, wir machen einfach Sondersensor. Und hoffen, dass es ein guter Angriff ist. Was habt ihr denn so gemacht? So? Ich war gestern auf der Demo von Artikel 13. Das war ziemlich spaßig. Also wer nicht war, der hat keine Ehre. Die schon, die waren da. Noch bestürzt. Muss ein bisschen das Spiel klarkommen. Ich weiß gar nichts mehr. Okay. Wir haben jetzt den komischen Rüpel besiegt. Ich will eigentlich jetzt Pokémon entzücken, um mein komisches Pokémon holen. Und Surfer will ich auch haben, weil Surfer brauchen wir auch. Oh nein, ich habe ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Wenn herauskommt, dass ich hier vorne uns alles aufhalte, lass mich jetzt wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss auf der Stelle weg. Eigentlich haben wir dadurch geholfen, aber egal. Julian, guten Morgen. Apparat noch müde? Erinnerst du dich noch an ein cooles Ibitak? Nein. Ah, das ist wieder Ibitak. Wieder ein scheiß Ibitak, wieder scheiße. So, wir könnten die Typen, die jetzt ansprechen, aber das will ich nicht. So, genau, jetzt reagiert der Typ, den müssen wir uns, glaube ich, Surfer geben. Das ist wirklich meisterhaft. Beherzt junge Leute wie dich, sieht man nicht alle Tage. Hier, das ist ein kleines Dankeschön, nur mal eine kleine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an, was auch immer. Gib mir den perfekten Surfer. Ja, ja. So, Surfer ist die Sache. So, will ich was nachschauen. Vor allem Sklave. Du kannst zerschneiden oder zertrümmern. Was wird schon noch lernen? Du wirst Stärke lernen. Was gibt's hier noch an Vollems? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt noch Stärke, aber ansonsten. Whirlpool gibt's noch. Kannst du wie ich was Whirlpool lernen? Weil was ich noch machen möchte, ich muss ins Center gehen und ein neues Pokémon holen. Als Surfer ist nämlich eine recht gute Attacke. Habe ich mir sagen lassen. Deswegen gehen wir jetzt Dinger und gucken uns Pokémon. Wir haben normal haben wir Feuer, haben wir Gestein, haben wir normal. Dich brauche ich keiner. So also wie dem Kingler, beziehungsweise Crabman. Weil der ist Wassertyp. Wir brauchen Wassertyp. Weil einfach warum nicht? Why fucking not? Okay. Dann nehmen wir den Surfer. Den Surfer, den wir irgendwo hier haben. Zwischen den ganzen CDs hier. Das ist eigentlich so hart ausgestorben, aber egal. Ja. Crabman. Crabman versucht Surfer zu lernen, aber Crabman kann nur maximal 4 Attacken lernen. Was auch immer. Oh, welche sollen wir vergessen?
Klammer war, glaube ich, Attacke, die ist mehr Runden umklammert. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Das heißt, ich werde Silberblick fressen. Silberblick. Eine schwachsinnige Attacke. Schwupp. Crabman hat Silberblick vergessen. Und Crabman lernt Surfer. So, es ist allerdings Level 13. Das heißt, trainieren wir eigentlich was Gutes. Wer ist es? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, wenn ich nach vorne lege und kommt ein starkes Pokémon. Das ist ja gar nicht mal so geil. So, wir müssen nach links, soweit ich weiß. Weil nach der Karte her, das war das falsche Ding. Von der Karte her geht links die, hey, Dash, Entei, Route 38 weiter. Apropos, wenn ich Entei oder Raikou finde, darf ich sie, glaube ich, fangen. Glaube ich. Nicht, weil sie legendär sind, sondern weil sie Dinge als Statik-Pokémon zählen. Oder wie auch immer man das nennen mag. Also ich hole Crabman doch nach vorne. Da sehen wir den krassen Sprite. Das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Und Crabman ging riesig. That's what she said. Route 38. Apropos, wir können das Pokémon fangen. Haha. Und die Musik ist fantastisch. So, wir haben nicht viele Bälle. Nicht viele Bälle. Allerdings haben wir haben viel Geld. Ist wahrscheinlich empfehlenswert, das zu kaufen, wobei ich mache es zwischen den Parts. Ich habe keine Lust, einen Part zu machen. Egal, YOLO, wir fangen jetzt einfach ein Pokémon. Ich laufe nicht auf den Typ zu, sondern ich will das Gras. Denn ein Pokémon wäre gerade ziemlich fantastisch. Fucking Safkun. Und Safkun müsste nur Härtner können. Safkun müsste nur Härtner. Er müsste jetzt nicht angreifen können, also nichts machen können. Hoffe ich. Ja. Meine Safkun wird jetzt zu Smetbo. Smetbo ist halt. Smetbo ist halt echt fucking lame. Also wirklich, ich hole Eierkopf, du hast nämlich Gena, dann schlafen wir es ein und versuchen einen normalen Pokéball zu fangen, weil für dich verschwende ich keinen krassen Pokéball. So, Gener, schlaf ein, fucking Safkun. Warte, was? Achso, das stimmt, ich bin ein Idiot. Natürlich, es dauert eine Weile, bis er einschläft. Und ansonsten. Stimmt, man bekommt ja keinen Erfahrungspunkt, wenn man Pokémon fängt. Das heißt, die machen einfach nochmal Gena. Auch wenn es keinen Sinn macht, einfach nur, wenn es einschläft. Und dann versuchen wir es zu fangen. Mit einem normalen Ball. Oh, habt ihr das früher auch gemacht, wenn wir damals Pokémon fangen wollten? Dass man durchgehend Ares spammt hat. Einfach zu hoffen, dass es drin bleibt. Aber es war nie drin. Und manchmal schon, aber es hat nichts gebracht. Spam. Was gab's noch? Runter B gab's noch. Das war damals der krasse Move. Käfer steht seine Entwicklung bevor, hat seine Schale, um seinen empfindlichen Körper zu schützen. Ein Kokon. Oh, fuck. Ich habe vergessen, dass ich das mal Namen geben muss. Ich denke einfach Härtner. Das ist ein sehr ikonischer Name. Härtner. Perfekt. Das heißt, wir gehen jetzt raus. So. Da oben ist ein Trainer. Da unten ist ein Pokéball. Und da ist auch ein Trainer. Überall sind Trainer. Top-Trank. Ja, nice. Also ich denke mal, ich kämpfe zuerst gegen unteren, weil es wahrscheinlich Sinn macht, oben rum zu gehen, wobei es absolut Unterschied macht, wie rum ich gehe. Fliegt hoch hinaus, mein herrlicher Vogel-Pokémon. Oh, Junge. Lashoki. Los, Crabman. Alter. Ich mag es, der Sprite einfach kaum sichtbar ist, man nur diese Klaue da sieht. Und halt die Dinger Hörner.
Das ist ziemlich fantastisch tatsächlich. Lasch, okay, du bist ein komischer Psychotyp, der psychische Sachen macht. Deswegen brauche ich eine laute Box. Aquaknabe. Uff. Weißt du, was die Frage ist? Na, wobei, was vielleicht sieht man, ich würde mal fragen, macht laute Box eigentlich jemand den Mund zu? Weil es sieht immer so aus, als würde ich durchgehend auf den Mund rumlaufen. Aber ein Sprite sieht es scheinbar nicht so aus, diesem kleinen, komischen, nestligen Sprite. Lashokin schlägt zurück. Gut so. Denn du bist noch für Scheiße. In Lashokin habe ich wie viel Pokéball verschwendet? Keine Ahnung. Und es war nicht wert. Hast du noch was? Du hast noch was. Ein Habitat. Wir holen wieder Crabman, damit er sich die Level bleiern kann. Wann kommt eigentlich der EP-Teile? EP-Teile wird fantastisch. Ein Fondostik. So, Habitat ist komplett scheiß Pokémon. Das soll sterben. Ah, fuck. Habitat. Was mache ich gegen die Habitat? Ich glaube, ich hole den Eierkopf, weil er 24 ist. Alle brauchen mal ihre Levels. Oder ihr Level. Ich glaube, kommt ein Essen. Zweimal getroffen. Zwei ganze Mal. Habitat wagte es, mich zweimal anzugreifen. Dafür muss ich eigentlich sterben. Ein verdammter Vogel. Ja, der Habitat hat kein Habitat. Driftlorn. Hey, das ist Free Candy. Soll ich dich jetzt durchgehend eintauschen, ne? Um die Level kriegst. Aber es bringt tatsächlich was. Glaube ich. Also bringt es auf jeden Fall was. Ich meine, bringt es halt viel, ist die Frage. So, Free Candy, den haben dich lange nicht mehr gesehen. Ah, fuck, du bist ja ein Geist-Typ. Uff. Das heißt, wir sollten was Normales auspacken. Und mit dem normalen Typ dich angreifen. Also nicht mit normal, aber er kann mich halt weniger angreifen mit seinen Geistattacken. Falls er welche hat. Wenn er keine hat, dann kann er es auch so nicht machen. Weil er Schwachkopf ist. Oh, guter Schaden. Oh. Das ist... wow. Gut, dass ich viel KP hatte, sonst wäre ich jetzt tot. Level 14. Crap, ein Level langsam. Ist aber sehr, sehr langsam. Aber es wird langsam. Weil die Dinger nicht so stark sind, wird es glaube ich auch gar nicht so lange dauern, bis Crabman selber kämpfen kann. Und dann wird Crabman bereit sein. Wird alle vernichten. Ich habe die ganze Welt bereist, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die aus der 5. Generation nicht kennst, weil es sie noch nicht gibt. In dieser Generation. Du hast alle Pokémon-Arten gesehen. Von allen Arten nimmst du fucking Corazon. Oh, ich bin Level 20. Joi. Ah, Wasser. Kann ich das immer nichts gegen Wasser? Ich hab immer nichts gegen Wasser. Machen wir Eierkopf. Ein Eierkopf ist eins guter Gegner. So, also machen wir Gena, damit du einschläfst und mich nicht mehr nervst. Blubber. Oh nein. Die Blubberbläschen. Das tut weh. Benutzt Kopfnuss. Ich brauche aber, glaube ich, irgendein Item, um Eierkopf weiterzuentwickeln. Allerdings würde ich das erst machen, wenn es einen bestimmten Level erreicht hat. Weil ab der letzten Entwicklung, das ist bei allen Pokémon, glaube ich, die sich mit einem Stein entwickeln oder so, lernt es keine Dinger mehr. Keine Attacken mehr. Deswegen macht das Sinn, es erst auf einem bestimmten Level zu entwickeln. Und die Attacke war schwachsinnig. Mach was Gescheites. Komm schon. Komm schon, der Metronom. Komm schon. Irgendwas Krasses. Was passiert jetzt? Wir haben uns die Attacke nicht gesehen. Oder ich bin einfach gerade dämlich. Ah, Schädelwurm. Jetzt. Schädelwurm ist kein so krasser Schaden.
Das war's echt nicht wert. Machen wir einfach Kopfnuss und vernichten es. Wow. Wow. Einfach wow. Was soll das, Eierkopf? Colossus ist vergleichsweise ungefähr genauso groß wie du, glaube ich. Wie kannst du das verfehlen? Level 25, perfekt. Spieler besiegt, Biker Thomas. Du bist krasser Biker. Der hat wahrscheinlich so ein Bike auf seinem Booten und biket da rum. Ich habe eigentlich gehofft, dass sie sich nicht umdreht. Aber ich habe Glück, dass das nicht weiter rechts passiert ist. Ansonsten hätte ich schwer durchlaufen können. Aber egal. Performer Lorenz hat Sibuna. Sibuna ist voll das krasse Pokémon. Ganz im Ernst. Ich finde Sibuna ein nice Pokémon. Allerdings Level 19 und gegen Level 19 würde ich gerne nicht kämpfen. Deswegen holen wir einen KFC und KFC macht's fertig. Apropos KFC, ich hatte gestern KFC, das war ziemlich gut. Das war fantastisch. Und ungesund. Sehr ungesund. Blut. Brenne nieder. Nieder in den Flammen. Oh yeah. Level 15. Oha, gerade bin ich schon ziemlich stark. Bluffstrahl. Bluffstrahl ist auf jeden Fall ein nice Angriff. Auch wenn du Surfer hast, Surfer noch krasser ist. Warte, wie stark ist eigentlich Bluffstrahl? 65, Surfer müsste 90 sein. 95 sogar, oha. Flug von 90. Flug und Surfer sind die einzigen sinnvollen Attacken von Dinger. Geistes. VMs, genau. VMs. Als andere muss man den VMs glauben beibringen. Rizeros. Rizeros. Da hat sich Rizeros kein so guter Gegner. Weil er keinen Hornbohrer haben. Hornbohrer wäre echt nicht geil. Ich könnte riskieren, jetzt einen Angriff zu machen, aber ich glaube, ich lasse es. Aber halt Gestein. Du bist halt hier Stein. Oh. Und der KFC. Okay, Routenschlag, wir machen nichts Gefährliches bis jetzt. Hombora, das ist halt nicht so geil Angriff. Wenn es auf uns trifft. Ja, macht halbwegs nötigen Schaden. Folienschlag. Uff, 7 KP. Naja. Naja, ist jetzt nicht das krasseste, aber ist auch. Aber egal, du bist tot. Du hast keinen Hornbrother gehabt, deswegen hast du deine Chance verkackt, deswegen bist du jetzt tot. Crabman reicht 414 Erfahrungspunkte. Ich verstehe, so kämpfst du also. Als hätte ich so richtig unfairer Move gemacht. Okay, nee. Manchmal weiß ich gar nicht, wohin damit. Also bla 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 bla. Okay. Was auch immer. Irgendwas mit schlechter Mensch. Also sie ist ein schlechter Mensch, auf jeden Fall. Da bin ich dafür. So, wo geht's hier eigentlich weiter? Da geht's weiter zum Trainer. Okay, ich habe gerade kurz gedacht, dass er uns nicht sieht. Aber ich glaube, ich muss oben rumlaufen, wenn er uns nicht sieht. Wow. Das haben sie absichtlich so platziert. Ja, komm, du halt doch dein Maul. Fucking Hydra. Nein, nicht kämpfen, nicht kämpfen, auf keinen Fall. Hydra ist mir zu gefährlich. Fuck, was mache ich nicht? Was mache ich gegen dich? Ich könnte Eierkopf holen. Ich einschläfern und dann versuche ihn mit Crabman zu töten. Das wäre eine nice Option. Weil das andere, das wüsste ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Gener. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ein bisschen starker Angriff.
Deswegen ziehe ich mir eine Heilung ein. Allerdings nur einen Supertrank. Und heile dich sicherheitshalber. Denn ich möchte mich nicht in den roten Bereich bewegen. Der rote Bereich wäre zu gefährlich. Und noch Antikraft. Ja, komm schon. Oi, oi, oi. Okay, er schläft, er schläft. Jetzt habe ich hoffen, dass es für zwei Runden nur so schläft. Was habe ich ein gewaltiges Problem. Eigentlich ist wahrscheinlich viel zu gefährlich, was ich da tue. Aber egal. Okay. Nächsten Angriff sollte ich nicht riskieren, glaube ich. Aber vielleicht schaffen wir genug Schaden zu machen. Aber schon. Soll ich es riskieren? Okay, okay, es schläft. Okay. Puh, das war jetzt ein riesiges Bereich. Allerdings ist jetzt tot und ich müsste recht viel Erfahrungspunkte kriegen. Perfekt. Sogar ein Volltreffer. Das ist ziemlich fantastisch. Oh, Level 16. Nice. Ich fürchte, ich habe noch nicht genug gelernt. Natürlich hast du das nicht. Guck dich an. Oh, ist das ein Pokémon? Das heißt, du kennst etwa Professor Eich? Nee, eigentlich nicht. Wer ist das? Sieht aus wie rot. Nein, tu ich nicht. Ich komme hier raus. Man kann sich also nicht bewegen. Allerdings sehe ich gerade, dass die Zeit wird knapp. Und ich würde gerne irgendwie eine halbwegs Vision aus rauskommen. Genau, das sieht mir halbwegs Vision aus. So. Mal schauen. Egal. Kein Kommentar dazu. Schreibt ist jetzt ganz still starten unten. Egal, er hat keinen Bock, den zu schauen, deswegen würde ich sagen, wie das Ganze weitergeht, im nächsten Part von Pokémon Sword Silver in der Randomizer Nuzlocke Challenge. In diesem Part ist tatsächlich nicht viel los passiert. Aber egal. Vielleicht wird im nächsten Part wird es schon wieder krasser. Bis denn, Alola. Yeah.